Hallo und herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play von Arkham Horror Mother's Embrace. Ich bin Rönne und bedanke mich, dass ihr reinschaut. Wir befinden uns in Szenario Nummer 2, namens die Suche nach dem Sinn in den Sternen. Suche nach Informationen, womit sich Professor Tillinghast vor ihrem Mord beschäftigt hat. Wir befinden uns gerade in der Miskatonic Universität im Bereich für Naturwissenschaften und Astrologie. Und ja, sind schon einige Kultisten ins Büro von Professor Tillinghast eingebrochen und haben Sachen entwendet. Diese haben wir zum Ende der letzten Episode erledigt und wollten nun die Diebe durchsuchen, um herauszufinden, was sie denn gestohlen haben. Was haben wir denn hier noch neu? Noch die Geschichte. Wir haben auch neue Feinde. Seltsame Männer. Das habe ich doch beim letzten Mal schon vorgelesen. Das ist nicht neu. Okay. Gut. Dann haben wir hier den ersten Halunken. Eine Leiche, der leblose Körper eines der seltsam gekleideten Eindringlinge. Er wird keine Studenten mehr terrorisieren, aber vielleicht hat er Papiere bei sich gehabt oder noch besser Hinweise auf sein Vorhaben. Ich muss die Leiche gar nicht anfassen. Ein prüfender Blick sollte uns alles verraten, sagte Gather Crane. Deswegen schauen wir uns die Leiche auch nur an. Der Leichnam dieses Mannes gibt keine Hinweise preis. Und wir müssen eine eine Verstandesprüfung ablegen und kriegen stellenweise Schaden. Was haben wir hier? Wieder eine Leiche. Der leblose Körper eines der seltsam gekleideten Eindringlinge. Das ist dasselbe wie vorhin. Die Toten stört es nicht, wenn man ihre Leiber untersucht. Also abtasten oder gründlich durchsuchen. Abtasten, oder? Gründlich durchsuchen, würde ich sagen. Eine Durchsuchung des Leichnams fördert einen Brief vom Dekan des Instituts für Naturwissenschaft und Astronomie zutage. Astronomie, nicht Astrologie, Entschuldigung. Er gewährt Professor Tillinghast die exklusive Nutzung des wissenschaftlichen Labors. Anscheinend plante sie, dort ein Experiment durchzuführen. Und wir müssen wieder eine Verstandesprüfung abhalten. Mal schauen, wer so langsam hier dem Wahnsinn verfällt. Wir finden einen Brief des Regisseurs. This letter indicates that Professor Tillinghast reserved the science lab for some experiment. Oh, Roland sollte vielleicht gleich mal ein Zigarettchen rauchen. Und hier haben wir... Huh, wieso lädt denn die Maus gerade? Nochmal eine Leiche. Den Kadaver abzutasten könnte einen Hinweis enthüllen. Also abtasten. Roland wird gleich wahnsinnig. So, wir finden auf jeden Fall wieder etwas. Aus der Tasche des toten Mannes ziehst du ein Telegramm, das an Professor Tillinghast adressiert ist. Alphons Lanuit, Verräter. Stopp. Gefahr für ihr Leben. Stopp. Die Herde. Du spürst, wie dein Geist ins Wanken gerät. Ein Telegramm mit Erwähnung von Lanuits. Maybe it doesn't solve the mystery, but now we have a couple more names to go on. Alphonse Lanuit and the Herd. I don't recognize those names. Alphonse Lanuit, an unsavory character indeed. These clues might not make sense now. Or we might be able to connect them to others later. I think that's all they took. We should return to Wilhelmina's classroom and tell the students the way is clear. That's the case. Let's check the classroom. If it was Professor Tillinghast, we're bound to find some clue about what happened to her. So, das ist gut. Aber bevor wir losgehen, sollte Roland erstmal ein Zigarettchen rauchen. Wieso haben wir das denn ihm gegeben? Ach, er kann ihm auch die Zigaretten reichen. Na, das ist blöd. Eigentlich sollte Roland rauchen.
Ach, wir müssen da oben nochmal wählen. So. Nicht aufgepasst. Na klar, er agiert, weil das ja unser Ermittlungsleiter ist. Okay. Gut, wir haben hier aber noch ein paar Sachen hier im Unterrichtssaal. Wir haben hier noch ein Buch. Auf diesem Podium befinden sich Notizen für eine Vorlesung über Herbststernbilder, darunter Andromeda, Wassermann, Steinbock, Pegasus und Fische. Und hier haben wir auch noch was. Eine Tasche, wie sie Studenten verwenden. Eine unpassende Aktion füllt die Mythosuhr schneller. Kein Ratschlag. Suche. Sollen wir die tatsächlich leeren? Ich würde sagen, untersuchen, oder? Eine ganze Tasche jetzt hier auszukippen. Ja, sehr gut. Eine Tasche, wie sie Studenten verwenden. Du hast einen neuen Gegenstand gefunden. Ein spiritueller Atame. Bonus auf Magieverteidigung plus 2. Den gebe ich mal Agatha, weil ich weiß aus den Gesellschaftsspielen der Arkham-Horror-Reihe, dass wenn man Zauber nutzt, die auch mal ordentlich in die Hose gehen können und man die gegen sich selbst richtet oder ähnliches. Das könnte zum Beispiel mit Wildzauberchance gemeint sein, dass man sich vielleicht auch selber damit trifft. Und dann wäre es ganz gut, wenn wir ihr auch die Magieverteidigung geben. So, und wir finden nochmal neue Zigaretten. Die kriegt Roland dann wieder. Das ist doch schon mal gut. So, und wieso ist der Schraubschlüssel hier nicht ausgerüstet? So. Wenn es zum Kampf kommt, willst du auch nicht ohne Waffe da stehen. So, und das war es auch schon hier. Kommen wir in die Bücherei. Hier wollen wir erstmal nicht hin. Oder in die Bibliothek, eher gesagt. Das war hier, glaube ich, ne? Als du versuchst, die Tür zu Professor Tillinghasts Unterrichtsraum zu öffnen, spürst du deutlichen Widerstand. Anscheinend haben die Leute drinnen die Tür verbarrikadiert. Sind sie fort? Fragt die zögerliche Stimme eines Studenten. Ja, lassen Sie uns rein. It's all clear, students. We've taken care of those brutes. Thank you, Professor. Let's make sure everyone is unhurt. Then let's have a look around this classroom. Gut. Reden wir mal mit ihr. Was kannst du uns denn erzählen? Die Augen der Studentin sind weit aufgerissen und sie zittert vor Panik. Und Agatha rät, ein ruhiger Geist ist besser geeignet, um Fragen zu beantworten. Natürlich beruhigen wir sie. Was sollen wir sie jetzt bedrohen oder erschrecken? Jetzt schon genug durchgemacht. So, mit ruhigen Worten und sanfter Stimme schaffst du es, die Studentin zu beruhigen. Mit einem Lächeln und einer Gabe dankt sie es dir. Und damit kriegen wir nochmal Bromo-Koffein. Womit wir unsere Aktionspunkte wieder auffrischen können. Und ich glaube, das packe ich diesmal lieber bei ihm rein. Er macht halt mehr Schaden mit seinen Angriffen. Dann haben wir auch bald schon ein volles Inventar. Da müssen wir echt aufpassen, was wir mitnehmen und was nicht. Ansonsten müssen wir noch ein Zigarettchen rauchen. So, ein Schrank. Dieser stabile Schrank ist fest verschlossen. Schön. Oh, hier gucken wir wieder in die Sonne. Ein kleines Teleskop ist aus dem Fenster gerichtet, allerdings nicht in den Himmel, sondern auf das Fenster eines Wohnhauses, das anscheinend in ein Schlafzimmer führt. Ja, ja, die jungen Studenten hier immer am Spannen. So, ein Stuhl. Auf dem hölzernen Stuhl entdeckst du einen interessanten Gegenstand. Wir finden nochmal dreckige Bandagen, die wir auch natürlich William geben. Hier haben wir einen Brief.
Die Handschrift in diesem Brief ist nahezu unleserlich und die Sätze scheinen kein Ende zu finden. Du entzifferst die Mitschrift und stellst fest, dass es sich um astronomische Beobachtungen einer Studentin von Professor Tillinghast handelt. Einige Vorlesungsdaten sind durchgestrichen, als hätte die Professorin mehrere Unterrichtsstunden verpasst. Du brauchst da nicht mehr so zu hocken. Eine junge Frau, die sich im Unterrichtsraum versteckte, sagt, sie wäre eine von Professor Tillinghasts Studentinnen. Sie wirkt noch immer verängstigt, aber vielleicht kannst du mehr Informationen aus ihr herauslocken. Wer antworten möchte, muss die richtigen Fragen stellen, also befragen wir sie mal. Als du die Studentin befragst, spricht sie. Vor ein paar Monaten hat mich die Professorin gebeten, ein Buch in die Bibliothek zurückzubringen. Ich habe es mir nicht angesehen, aber ich erinnere mich, dass es groß und schwer war und es hatte einen gelben Umschlag. Eine neue Entwicklung. So, Notizen wurden hinzugefügt. Wo sind denn eigentlich unsere Notizen? Auf der nächsten Seite. Die Professorin hat Experimente auf eigene Faust durchgeführt. Ah, ich glaube, die dick geschrieben sind die neuen. Alphonse Lanuit ist ein Verräter aus der Algedi-Herde. Ein Studierender hat ein gelbes Buch für Professor zurück in die Bibliothek gebracht. Ja, ja. Okay. Werden wir wahrscheinlich in der Bibliothek nach dem schweren Buch mit gelbem Band suchen müssen. Nein! Ah gut, jeder hat bestanden. Der Student sieht nervös aus, vielleicht schockiert von dem, was er in der Zeitung gelesen hat. Haben Sie es schon gehört? Fragt er. Professor Tillinghasts Leiche ist vom Friedhof verschwunden und der einzige Zeuge, Albert Thatcher, der Friedhofswärter, ist im Wahnsinn verfallen. Was mag er gesehen haben? Ach, das war Ihre Leiche! Professor Tillinghasts body vanished from the cemetery? How ghastly! Den Zeitungsartikel haben wir, glaube ich, noch im letzten Video gelesen. Und jetzt erfahren wir, dass das auch noch ihre Leiche ist. Who on earth would steal my corpse? It must have been grave robbers, of course. It isn't as though I could have leapt up and walked away. This Albert Hatcher is our only witness. We should visit him when we're done here. Sofern er noch bei Verstand ist. Wir haben ja gerade anderes gehört. Eine junge Frau dankt für die Hilfe. Als du sie über Professor Tillinghast befragst, antwortet sie, sie hat zuletzt viel Zeit in der Bibliothek verbracht und sie hatte öfters ein Buch in ihrer Tasche dabei. Den Titel habe ich nicht gesehen, aber es stammt von W. Page. Vielleicht hilft ihnen ja das dabei zu erfahren, woran sie geforscht hat. Okay, was kannst du noch dazu sagen? Mit deiner sanften Führung beginnen die Worte der Studentin Sinn zu ergeben. Ich bin eine der wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen von Professor Tillinghast. In letzter Zeit arbeitete sie an einem privaten Projekt. Als ich sie fragte, meinte sie, das sei zu fortgeschritten für mich. Das kränkte mich ein wenig, also habe ich ihr hinterher spioniert. Sie hat mal die Bibliotheksbücher im dritten Regal von hinten durchgeschaut, bei all den Wörterbüchern und Enzyklopädien. Sie wirkte so ungeduldig, als hätte sie mich doch nur helfen lassen. Okay, das sollten wir uns vielleicht notieren. Das dritte Regal von hinten durchgeschaut. Das dritte Regal von hinten, ich schreibe das mal auf. Und wir hatten vorhin den Namen W. Page. Ah, hier haben wir noch was nicht untersucht. Da liegt noch was auf dem Pult. Notizen auf diesem Schreibtisch beschreiben den Umgang antiker Kulturen mit den Sternbildern. Vermutlich das letzte Unterrichtsthema, das in diesem Raum behandelt wurde. So, was sagt denn jetzt? Untersuche die Bibliothek, ja. Im Wörterbuch- und Enzyklopädiebereich von W. Page. Okay, steht hier aber auch, hätte ich gar nicht notieren brauchen.
So, die Bibliothek. Wo war die? Da hinten. Ja, ich finde es, wie gesagt, immer noch blöd, dass wir nicht unsere Sicht in vertikaler Form ausrichten können. Ich weiß auch nicht, ob das ein Bug ist. Oder ob ich hier irgendwie eine falsche Belegung habe. Aber die können wir ja nicht wechseln. So, gehen wir mal rein. So, ein Bücherregal. Du entdeckst eine Aufzeichnung über Kometensichtungen seit dem Anbeginn der Astronomie. Einige dieser Kometen werden erst in 10.000 Jahren wiederkehren. Interessanterweise steht Wilhelmina Tillinghast im Ausleihverzeichnis, allerdings vor 15 Jahren. Also für uns aktuell irrelevant. Eine Büste, die Marmorbüste eines vornehmen, aussehenden Herrn. Die Plakette besagt James Irwin, Präsident der Miskatonic-Universität. Eine Nachricht. Ein Zettel auf dem Tisch, wahrscheinlich von einem Studenten. Ein halber Liter Spalterbsen, eine Karotte, eine Steckrübe, eine Zwiebel, drei Teelöffel getrocknete Minze, ein Liter Fond, Pfeffer und Salz, ein Teelöffel Erbsenpulver. Erbsen 24 Stunden quellen lassen, dann abtropfen. In Fond legen und zum Kochen bringen. Gehacktes Gemüse zufügen und 2 bis 3 Stunden simmern lassen. Durch Drahtsiebrei mit Erbsenmehl andicken und erneut zum Kochen bringen. Abschmecken, mit getrockneter Minze und gebratenen Croutons servieren. Find schon wieder ein Rezept? Was hat es damit auf sich? Das haben wir schon im Haus von Tillinghast ein Rezept gefunden. Was haben wir hier? Hallo? So. Ein Trophäenregal. Ein Regal voller Trophäen, aber da ist noch etwas anderes drin. Du streckst dich und schaffst es schließlich, den Gegenstand zu greifen. So, wir haben 5 Kugeln und eine Taschenuhr. Was hat es mit der Taschenuhr auf sich? Das stete Ticken dieser Uhr beruhigt sie, dass alles in Ordnung kommen wird. Zumindest für den Moment. Mythos-Uhr fällt auf 0. Die hätten wir mal vorher finden sollen, als das hier... Naja, okay. Ja, haben wir ja nur noch einen Platz. Die müssen wir schon Agatha geben. Eieiei, also wenn wir jetzt noch irgendwas Wichtiges finden oder Nützliches, dann müssen wir schon überlegen, was wir hier verballern. So, das dritte Regal von hinten. 1, 2, 3. Dieser Bücherschrank enthält etliche Abhandlungen der Geologie, darunter eine Sektion über die Eigenschaften von Meteoriten. Eine unpassende Aktion füllt die Mythos-Uhr schneller. Nein, also hier sind wir definitiv falsch. Hier gehe ich mal wieder raus. Aber die hat doch gesagt, das dritte Regal von hinten. Die Abteilung beinhaltet Bücher über Erde und Mond sowohl einzeln als auch in Relation zueinander. Das ist es auch nicht. Auch wenn das hier falsch ist, ich will mal schauen, was wir hier für ein Regal haben. Vielleicht könnte das ja noch von Belang sein. Der Quellenbereich der Bibliothek ist voller Enzyklopädien, Indizes, Wörterbücher und sonstiger hilfreicher Werke. War das nicht bei den Enzyklopädien, wo sie gesehen wurde? Ich gucke noch mal kurz in meine Notizen. Im Wörterbuch und Enzyklopädiebereich. Aber das dritte Regal von hinten, 1, 2, 3, im dritten, Enzyklopädien, so, also, wie hieß der? W. Page, also müsste das, ist ja im Normalfall nach Nachnamen sortiert, also müsste das bei M bis R sein. Jawoll. Ein Bücherschrank, als du diesen Abschnitt durchstöberst, erregen mehrere Bücher deine Aufmerksamkeit. Ja, die schwere gelbe Abhandlung war's. Bei den Quellenwerken findest du eine lange Auflistung wissenschaftlicher Gruppierungen in den Vereinigten Staaten. Die Algedi-Herde ist wohl eine kleine astronomische Gesellschaft im Garden District von New Orleans. Und wir finden das von Tillinghast ausgeliehene Buch.
Mal schauen, was es damit jetzt genau auf sich hat. Here it is again, the herd of Algidi. There's some sort of astronomy club. That explains the professor's interest. They're based in New Orleans. Perhaps that's where the professor went on her trip. That makes sense, since she circled the name in the book. I do feel a pang of guilt at defacing a book in such a manner. I must have had a very good reason for it. I think we visited all the places Professor Tillinghast worked in the university. It's about time we returned to Norman's office. Perhaps he's made some headway with those notes. Man, der hört nie aus. Ja, die anderen Regale, damit können wir auch nicht mehr interagieren. So, kehre zu Professor Withers Büro zurück. Ja, okay. Dann wollen wir mal. Ich nehme mal an, dass wir das Szenario dann auch geschafft haben. Falls uns nicht jetzt noch Gegner begegnen werden. Achso, das war ja Meeresbiologie. Nee, wir müssen hier, glaube ich, hinten... Wo war denn das? Ich gucke sonst mal auf der Karte. Wir waren jetzt hier in der Bibliothek, also geradeaus durch die Tür durch und dann die erste Tür rechts. Ja. Was war denn hier? Eigentlich müssen wir doch ins Labor. Wir haben ja das Fläschchen aus dem Labor gefunden. Eigentlich müssten wir da noch hin. Oh, wer sitzt da? Oh, you're back at last. Did you find the cause of the commotion? We took care of it, Doc. Still, there might be trouble ahead. We return with news and, well, with another adversary. An enemy of Wilhelmina, poppycock. Everyone liked her, even the students. Do you know any reason why she requested exclusive access to the science lab for several days? What? No, she had no need of a lab. As an astronomer, she spent most of her time in the observatory, not among flasks and beakers. The broken glass we found in Professor Tillinghast's house looked like it might have been a flask or beaker. Here, this is the key to the science lab. You can find the entrance in front of Wilhelmina's classroom. Aber wer hockt hier? Wer bist du? Ein Student, der bei dem Aufruhr im Korridor verletzt wurde, hat sich in Professor Withers Büro versteckt. Obwohl er in Sicherheit ist, sieht er dennoch ängstlich aus. Nach einem schlimmen Tag braucht man manchmal bloß ein einfühlsames Ohr. Ein einfühlsames Ohr. Beruhigen, aber das Scham spielen lassen. Ich würde beruhigen sagen, oder? Oder einfühlsames Ohr. Ja, doch beruhigen. Manchmal ist das so blöd ausgedrückt, gedrückt. Mit ruhigen Worten und sanfter Stimme schaffst du es, den Studenten zu beruhigen. Mit einem Lächeln und einer Gabe dankt er es dir. Und wir erhalten nochmal Bandagen. Jetzt bin ich gespannt, ob wir die überhaupt noch aufnehmen können. Wie viele können wir hier überhaupt stapeln? Nur bis zu 5 Stück. Nur bis zu 5 Stück. Wir können aber sonst hier nichts weiter stapeln. Das heißt, ich verwende einmal eine für ihn. Und die andere geben wir Roland. Ey! Ich wollte das Roland geben. Ich habe doch noch rechts. Na, egal. Verschenkt. Egal. Es wäre eh nur ein Punkt gewesen. So, wie schon gesagt, wir müssen ins Labor. Norman Withers fährt sich nachdenklich durch seinen langen weißen Bart.
Das Wissenschaftslabor finden Sie im Korridor vor meinem Büro, direkt vor Wilhelminas Unterrichtsraum. Das hat er uns schon gesagt, da wollen wir jetzt aber auch hin. Moment, Unterrichtsraum, das heißt, wir müssen hier wieder rein. Und hier. Und da sind schon wieder Gegner. Da sehe ich es doch schon wieder. Eieiei, so, bevor ich den Fehler nochmal mache, ist da nur ein Schuss, aber ich lade nach. Laut Plakette ist das die Tür zum Wissenschaftslabor, aber sie ist abgeschlossen. Nicht mehr. Ich sehe keinen Gegner. Ach, da stehen sie. I could have sworn I locked that door. You'll regret opening it. Oh, wie viele seid ihr denn jetzt? There's something very wrong about this man. Das ist allerdings wahr. Look what he did to that guard. Grab him before he tries it with us. Oh, der hat sogar einen Zauber. Ei, 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 ei. Da jetzt so weit nach vorne gehen müssen. Hauen wir eben so eine rein. So, wen können wir dann alles treffen? Sogar den da hinten. Ich finde, haben wir tatsächlich immer eine volle Trefferchance. Das wundert mich gerade. Kultistenpriester. Ja. 8 Schaden. Und wir gehen auch wieder in den Feuerschutz. So, der mit dem Schraubschlüssel steht da. Dem wollen wir jetzt natürlich nicht, dass er sich weiter bewegt. Na, der macht ordentlich Schaden. Aufgehalten. Zack. Oh, da kriegt er sogar einen Schuss ab. Er kommt auch nicht weit. Oh, was macht er? Oh, das hat wehgetan. Erstmal hauen wir ihm hier, ne, den der vor ihm dran ist, eine rein, oder? Oder dem anderen. Der hat nur 11. Wir hauen lieber einen um, ne? Es könnte ja hinhauen, dass der jetzt drauf geht. Jawoll! Mann, da haben wir aber auch mehr Glück als Verstand gehabt. So, ich muss auf jeden Fall auf den mit der Rohrzange schießen. Obwohl der Kultistenanführer, der war gerade schon... Der Kultistenpriester, der war schon heftig. Kritischer Treffer, sehr schön. Das wird Spuren hinterlassen. Hoffen wir doch. Ah, der mit der Rohrzange ist jetzt erstmal noch vorher dran. Ja, vielleicht kriegt er einen Schuss ab. Nein, er fällt uns in den Rücken. Eieiei, nicht, dass er hier gleich drauf geht. Das wäre richtig übel. Wir haben gar keinen in der Nähe. Wir müssen erstmal noch mal einen Schritt weiter nach vorne gehen. Ich weiß nicht, ob ich nicht sogar hier hin soll, dass er den mit der... Ja, mit der Rohrzange ist ja eher hier vorne. Egal, ich positioniere mich mal hier. Und dann greife ich ihn an. Er heilt sich, okay.
Dieser Drecksack. Ich überlege gerade, ob ich mit ihm nicht wirklich hier hin soll und ihm eine reinbrettern. Aber wir brauchen 3 Punkte, um in die Reichweite zu kommen. Ich glaube, ich gehe erstmal hier hinten hin. Der Hoffnung, dass er seinen Zauber dann nicht gegen ihn wirkt. Dann hauen wir ihm einen rüber. Zack. Dir war es schon mal. So, der muss sterben. Der muss sterben, der blöde Kultistenanführer. Deswegen werde ich jetzt auch versuchen, nur ihn in den Radius zu kriegen. Wobei, wenn er... Er bewegt sich ja nicht, er zaubert ja. Also doch lieber so. Dann kann ich mit ihr nämlich hier erstmal ein bisschen... Ups. Bis hier gehen. Wobei, mit dem Messer müsste sie ihn doch erwischen, oder? Jawohl. So, wenn das jetzt noch ein kritischer Treffer wird, ist er auch hinüber. Jawohl. Sehr schön. Auf Wiedersehen. What just happened? That man cast a spell. Oh, I know how that sounds, but you saw it with your own eyes. Something Wilhelmina researched proved dangerous. Fatally so for her. Heieiei, was sagen jetzt die Notizen? Durchsuche den Lagerraum des Labors. Ein Schlüssel für den Lagerraum des Labors erhalten. Wo haben wir den denn her? Von ihm jetzt gerade? Moment, wir kamen, glaube ich... Ne, das ist der Lagerraum, oder? Oh, ich blick gerade nicht durch. Hier liegen auf jeden Fall noch ein paar Sachen, die wir erstmal untersuchen müssen. Die Texte auf dieser Tafel sind teilweise ausgewischt, als hätte jemand damit begonnen, die Tafel zu reinigen, bevor er die riesige Nicht-Abwischen-Kreideschrift bemerkte. Suchen wir mal hier den... Eine Leiche. Der seltsame Mann liegt tot auf dem Boden. Die Idee, seine Taschen zu durchwühlen, ist mehr als nur ein wenig unappetitlich. Aber es ist wohl der einzige Weg, an Hinweise zu gelangen. Den Kadaver abzutasten, könnte einen Hinweis enthüllen. Machen wir das doch. Oh, 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 da werden wir wieder ein bisschen bekloppt. Auf einem fetzen Papier in seiner Tasche findest du eine Liste von Orten. Professor Tillingens Villa, Miskatonic Universität, die Nervenklinik und etwas namens Hexenhaus. Aha. Zwischen den Seiten dieses alten Folianten wurde etwas verborgen. Wir finden nochmal dreckige Bandagen. Die wir natürlich wieder William geben. Ne, von hier kamen wir ja rein. Okay, dann war es doch der hintere Weg. Apropos William geben. Bevor ich jetzt hier weitergehe und irgendwas passiert, erst einmal nachladen. Und ganz wichtig ist, und dafür verwende ich jetzt auch keine dreckigen Bandagen, denn wir haben schon nicht mehr viel geistige Gesundheit, wir verwenden das an ihn. Müsste ja jetzt 14 sogar heilen. Jawohl, schon mal etwas besser.
Verstreute Blätter und Notizbücher übersehen die Fläche. Das alles zu durchsuchen wäre sicher zeitraubend, aber vielleicht fördert es einen sonst übersehenen Hinweis zutage. Viele der verstreuten Zettel erwähnen den baldigen Vorbeiflug eines Kometen, den Professor Tillinghast anscheinend studierte. Vielleicht kriegen wir doch wieder ein Ab hier. Geistig. Was ist das? What is this thing? Is it even alive? I've never seen anything like it. No matter its origin, you must admit it is a scientifically important discovery. That container looks the same as the broken glass we found at Professor Tillinghast's house. Do you suppose someone took one there? Wir untersuchen das mal. Eine seltsame, wurmartige Kreatur mit tentakelhaften Auswüchsen liegt auf einem Operationstisch. Sie wirkt tot oder in Starre. Diese widernatürliche Erscheinung erfüllt dich mit Ekel. Die Kreatur ist eine Abscheulichkeit. Wir verbrennen sie. We can't just leave this thing behind. We have to destroy the body. Burn it. You can't know how this creature's flesh will react to flame. Don't take the risk. You're right. We can't let anyone else get a hold of this thing. Zack. Und damit haben wir Astronom auch freigeschaltet und das zweite Szenario geschafft. Du bist immer noch bei klarem Verstand. Ja. Erstaunlicherweise, muss man wirklich sagen. Professor Tillinghast brachte mindestens so viel Zeit an der Miskatonic-Universität wie in ihrem eigenen Zuhause. Es gibt keinen besseren Ort, um herauszufinden, womit sie sich vor ihrem schrecklichen Mord beschäftigte. Das ist einfach nur nochmal die Einleitung dieses Levels. Keinerlei Traumata. Wir haben die Hauptziele erreicht. Wir hatten wieder keine Nebenziele. Ich frage mich auch, sind die versteckt? Gibt es da eventuell Nebenziele? Wir haben ja den Studenten beschützt. Eigentlich müsste da doch was sein. Oder wir hatten einfach hier in den ersten beiden Szenarien bisher noch keine Nebenziele. Naja, 38 Minuten, etwas kürzer als die letzten Videos, möchte aber ungern mit dem nächsten Szenario in diesem Video noch anfangen, da wir das mit allergrößter Wahrscheinlichkeit sowieso nicht zu Ende führen können. Deswegen verabschiede ich mich an dieser Stelle, bedanke mich fürs Zuschauen und hoffe, dass ihr bei meinem nächsten Video zu Arkham Horror Mother's Embrace wieder mit dabei seid und wünsche euch bis dahin alles Gute, euer Rönne.